Herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte von Weihnachtswundernacht, Band 7 aus diesem Jahr, erschienen im Brendo Verlag, herausgegeben von Thomas Klappstein. Und heute öffne ich das 23. Türchen und lese euch eine Geschichte von Rebecca Gola. Und diese Geschichte heißt Weihnachten im Altenheim, heilige Momente. Es ist der 23. Dezember. Morgen ist Heiligabend. Ich mache meine Runde durchs Heim. Erna Fürst sitzt im Rollstuhl in ihrem Zimmer und schaut aus dem Fenster. So richtig weiße Weihnachten werde es dieses Jahr nicht geben, haben sie im Radio gesagt. Aber ein paar einzelne Schneeflocken haben sich bereits in den Ort verirrt. Im Hintergrund erklingen leise Melodien von Weihnachtsklassikern aus den Lautsprechern des Radios in ihrem Zimmer. Während sie im Warmen sitzt, beobachte ich, wie ihr Blick über die Fachwerkhäuser der Altstadt wandert. Der Kirchturm wird von großen Scheinwerfern erleuchtet. Aus manchen Fenstern scheint warmes Licht. Als ich ihr gestern ihre Medikamente brachte, hat sie mir erzählt, dass sie sich über die heimeligen Lichter draußen freue. Die ließen die langen Winterabende nicht mehr ganz so dunkel erscheinen. Weihnachten sei für sie ein besonderes Fest, erzählte sie mir, als ich sie fragte, was ihr diese Tage bedeuten. Schon immer gewesen. Früher hat sie die Feiertage im Kreise ihrer Familie geliebt. Als sie noch ein Mädchen war, hat ihre Mutter schon morgens früh den Ofen geheizt und das Weihnachtsbrot nach dem alten Familienrezept gebacken. Nach dem Kirchgang saß die Familie am Abend noch lange zusammen. Gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem Vater hat sie in der Stube Musik gemacht. Sie selbst spielte die Flöte, während ihre Schwester Helga am Klavier saß. Diese Zeiten hat sie in besonderer Erinnerung behalten. Vor ein paar Tagen fragte ich sie, als ich ihr morgens beim Anziehen half, ob sie sich noch an ihr liebstes Weihnachtsgeschenk aus ihrer Kindheit erinnern könne. Frau Fürst hat verschmitzt gelächelt. Und ob! Ich bekam als junges Mädchen einen prächtigen Stubenwagen mit einer kleinen Puppe. Ich habe sie stolz durch die Wohnung gefahren. Und manchmal konnte ich meine Mutter überreden, dass ich sie mit auf einen Spaziergang nehmen durfte. Dann habe ich sie durch die Straßen in unserem Viertel geschoben. Diese Erinnerung liegt weit zurück. Heute denkt sie vor allem an die vielen Weihnachten mit ihren Kindern zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann habe sie eigene Familientraditionen geschaffen, die diese Tage zu einer ganz besonderen Zeit für sie machten. Heute sind die Kinder selbst Eltern und manches Enkelkind bereits aus dem Haus. Sie sieht sie nur noch selten, seit sie in diesem Heim wohnt. Sie hat es gut getroffen, das weiß sie. Das Pflegepersonal behandelt sie liebevoll. Das neu erbaute Haus im Kern des Örtchens ist ein sicherer Hafen für sie und für die anderen Bewohner. Und doch ist es mit ihrem Zuhause nicht zu vergleichen. Es brauchte einige Zeit, bis sie sich hier heimisch fühlte. Und bis heute fehlen ihr die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, als gehörten sie zu einem früheren Leben. Aber diesmal freut sich Erna ganz besonders auf die vor ihr liegenden Weihnachtstage. Sie ist längst nicht mehr so aufgeregt wie in ihrer Kindheit. Dafür hat sie zu viele dieser Feste erlebt. Aber in diesem Jahr feiern sie als gesamte Familie. Ihre Kinder und Schwiegerkinder haben sie eingeladen, mit ihnen zu feiern. Sogar ihre Enkelin Marlene kommt für die kurzen Weihnachtsferien aus Stockholm zurück. Dort studiert sie. Erna Fürst ist stolz auf ihre Enkelin, die sich in einem fremden Land mit neuer Sprache durchschlägt. Zuletzt haben sich die beiden Frauen im vergangenen Winter gesehen. In wenigen Stunden kommt Ernas ältester Sohn Friedrich, um sie über die Feiertage zu sich nach Hause zu holen. Sie freut sich auf die gemeinsame Zeit,
das gute hausgemachte Essen und darauf sich vielleicht sogar mal wieder in der Küche nützlich machen zu können. Gestern fand die Weihnachtsfeier im Haus statt. Als Mitarbeiter hatten wir schon vor Wochen mit den Vorbereitungen für dieses Fest begonnen. Das gesamte Haus erstrahlt in adventlichem Glanz. Überall leuchten Lichter. Die Tannenzweige in den bodenhohen Vasen verströmen ihren ganz eigenen Duft. Sogar eine lebensgroße Krippe steht im Foyer unseres Altenheims. Während der Weihnachtsfeier wurden die vielen selbstgebackenen Plätzchen vertilgt. Es gab Glühwein und echte heiße Schokolade. Gemeinsam haben die Bewohner Weihnachtslieder gesungen und Gedichten gelauscht. Es waren schöne Stunden. Während die gepackte Tasche von Erna Fürst schon neben ihrem Rollstuhl steht und die alte Frau auf ihren Sohn wartet, liegt ein paar Zimmer weiter Wilma Mast im Bett. Die beiden Frauen kennen sich noch aus dem Kegelclub von früher. Doch in den letzten Monaten hat sich Wilma verändert. Anfangs brachte sie nur Namen durcheinander und vergaß, welcher Tag es war. Und heute braucht es gute Tage, damit sie sich in Gesprächen an früher erinnert und aus ihrem Leben erzählen kann. Das ist Teil der Demenz, die sie in ihren Nebel hüllt. Gerade habe ich mich von Frau Fürst verabschiedet und ihr frohe Weihnachten mit ihren Lieben gewünscht. Sie freut sich so sehr auf ihre Kinder, dass es schwer ist, sich von dieser Freude nicht anstecken zu lassen. Ich freue mich von ganzem Herzen für sie. Denn zu oft bleiben die Senioren gerade zu diesen Familienfesten im Altenheim zurück und sind alleine, während ihre Familien ohne sie feiern. Vielleicht, weil es einfacher ist. Oder weil sie Angst haben, mit der Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit konfrontiert zu werden. Umso schöner ist es, dass die Kinder von Frau Fürst dafür sorgen, dass sie während der Feiertage im Kreis ihrer Lieben verwöhnt wird. So bekommt sie ein wenig von dem zurück, was sie über die Jahrzehnte für ihre Familie getan hat. Nach meinem Abstecher zu Frau Fürst betrete ich das Zimmer von Frau Mast. »Hallo, Frau Mast«, sage ich laut, damit sie mich auch hört. »Wie geht es Ihnen heute?« »Gut, glaube ich«, antwortet sie. Sie liegt schmal und zerbrechlich unter der großen Bettdecke. Als ich ihr erzähle, dass morgen Heiligabend ist, reagiert sie verwundert. »Ist es schon wieder so weit?« Sie erinnert sich nicht mehr an die gestrige Weihnachtsfeier und die heiße Schokolade, die sie mit Freude getrunken hat. Auch das gehört zu ihrer Erkrankung. »Wie haben Sie denn früher Weihnachten verbracht?«, frage ich sie. Sie denkt eine Weile nach. Und während ich noch überlege, ob sie meine Frage verstanden hat, sagt sie, »Wir haben zusammen die Kirche besucht und gesungen. Wir haben auch Musik gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich ein Instrument spielen konnte.« Ich freue mich, dass sie heute einen Zugang zu ihrer Vergangenheit, zu ihrem Leben hat. »Wir haben sowieso immer viel gesungen«, erzählt sie weiter. Und so frage ich sie, ob sie Lust hat, mit mir gemeinsam ein Lied anzustimmen. »Ja, das können wir machen«, sagt sie. »Welches Lied wir singen sollen«, frage ich sie. Und wieder braucht es einige Zeit, um darüber nachzudenken. »Stille Nacht«, ruft sie plötzlich. »Alles klar, das wäre dann beschlossene Sache. Ich hole schnell mein Smartphone aus der Tasche und gebe den Liedteil in die Suchmaschine ein. Denn so gern ich auch singe, alle Strophen dieses Klassikers kenne ich nicht auswendig. Sobald ich den Text auf meinem Display sehe, fange ich an. Nach den ersten Worten stimmt Frau Mast mit ein und je länger wir singen, desto besser erinnert sie sich an den Inhalt der einzelnen Strophen. Während ich auf mein Smartphone spicken muss, erlebe ich einmal mehr, wie viele Erinnerungen durch Musik geweckt werden. Als die letzte Strophe gesungen ist, rufe ich, »Sie können ja den ganzen Text noch auswendig, Frau Mast. Wie toll!« »Ja, mit der Zeit kommt immer mehr in meinen Kopf«, erzählt sie. Sie ist selbst ein wenig verwundert, aber auch ein bisschen Stolz schwingt in ihrer Stimme mit.
Und so singen wir das Lied gleich noch einmal. Dieser Moment bewegt mich. Da liegt diese alte Frau in ihrem Bett mit einem großen Lebensschatz und vielen Erinnerungen. Manche von ihnen sind verschüttet. Aber immer mal wieder blitzt etwas von früher auf, so wie eben. Ich freue mich darüber, dass ich diesen Moment mit ihr gemeinsam erleben darf. Ich bleibe noch ein wenig an ihrem Bett sitzen, halte ihre Hand und erzähle ihr von meinen Plänen für die Feiertage. Sie hört interessiert zu und gibt hin und wieder einen Kommentar dazu ab. Als ich mich später von ihr verabschiede, ist sie schon wieder in ihre eigene Welt abgetaucht. In meiner Arbeit mit alten Menschen habe ich immer wieder gelernt, was für Schätze sie in sich tragen. Jahrzehnte an Erfahrungen verbergen sich in den Geschichten, die sie zu erzählen haben. Und Weihnachten ist ein besonderes Fest im Altenheim. Für manchen Bewohner ist es das letzte Weihnachtsfest, das er erlebt. Nur wenige werden von ihren Familien nach Hause geholt, egal ob für ein paar Stunden oder einige Tage. Und so ist es klar, dass wir als Mitarbeiter den Bewohnern eine besondere Festtagsstimmung schaffen wollen. Eine Atmosphäre, in der die Lichter und besondere Düfte im ganzen Haus präsent sind. Sie wecken Erinnerungen, bringen Ruhe und Frieden mit sich. Die Adventszeit hier im Hause ist aber auch deshalb so besonders, weil keine Hektik herrscht wie draußen. Es werden keine Listen mit Aufgaben abgearbeitet, keine Geschenke gekauft und niemand kommt gehetzt vom Einkaufstrip aus der Stadt zurück. Und so bleibt der Stress dieser eigentlich so besinnlichen Zeit draußen vor der Tür. Das macht die Zeit innerhalb der Wände des Altenheims so besonders. Es bricht die Feiertage auf ihre ursprüngliche Bedeutung hinunter. Wir erinnern uns an die Geburt Jesu. Weihnachten bedeutet für alte Menschen aber auch immer eine emotionale Zeit. Sie erinnern sich an Menschen, die sie im Laufe der Jahre verloren haben, erinnern sich an frühere Zeiten, in denen das Leben noch voller erschien. Es ist eine schwere Zeit, weil sie sich einsam fühlen, alleingelassen, zurückgelassen. Aber es sind auch schöne Wochen, wenn von überall die Weihnachtslieder erklingen und der frische Duft von gebackenen Plätzchen über die Flure zieht. Ich bin mir sicher, dass Frau Fürst eine tolle Zeit bei ihrer Familie haben wird und auch Frau Mast wird die Feiertage in der kleinen Welt des Altenheims in guter Stimmung verbringen. So gut sie kann, so gut wir diese Zeit für sie gestalten können. Es ist nicht leicht mit anzusehen, wie viele Senioren diese Tage alleine verbringen, weil Angehörige nicht kommen können oder wollen. Und auch für sie selbst ist es nicht leicht, solange sie das noch bewusst erleben. Umso wertvoller sind Momente wie der mit Frau Mast, die mit lauter und klarer Stimme Stille Nacht singt und für ein paar Minuten aus ihrer Welt, die so stark von Demenz bestimmt ist, ausbrechen kann. An welche Situationen werde ich mich erinnern, wenn ich an die Weihnachtsfeste in meinem Leben zurückdenke? Mit Sicherheit wird darunter auch dieser heilige Moment sein, als meine Hand in der Hand dieser alten Frau lag und wir gemeinsam ein Lied sangen, das Generationen am heiligen Abend miteinander verbindet. Und vielleicht macht diese Geschichte aus Weihnachtswundernacht euch Lust oder Mut, einen alten Menschen, einen älteren Menschen, den ihr kennt, morgen spontan vielleicht noch mit zu eurer Weihnachtsfeier einzuladen und wenigstens ein paar Stunden oder ein paar Minuten vielleicht auch nur mit ihm zusammen zu verbringen. Denn das wäre das Werk von Weihnachten, wie es in einem irischen Gedicht heißt, wenn der Gesang der Engel verstummt ist, wenn der Stern am Himmel untergegangen, wenn die Könige und Fürsten heimgekehrt, die Hirten mit ihrer Herde fortgezogen sind, dann erst beginnt das Werk von Weihnachten. Die Verlorenen finden, die Zerbrochenen heilen, den Hungernden zu essen geben, die Gefangenen freilassen,
die Völker aufrichten, den Menschen Frieden bringen, in den Herzen musizieren. Das ist das Werk von Weihnachten und dass euch das gelingt morgen, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Wer natürlich morgen die letzte Geschichte noch vorlesen, die Geschichte Weihnachten im Waschsalon, meine eigene Geschichte dieses Jahr. Aber dieses Werk von Weihnachten beginnt morgen. Morgen kannst du damit beginnen, indem du einen Menschen zu dir nach Hause einlädst oder ihn besuchst und dort gemeinsam mit ihm feierst. Und danach, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, dritter Weihnachtsfeiertag, vierter Weihnachtsfeiertag, fünfter Weihnachtsfeiertag und so weiter und so weiter und so weiter, bis es wieder Weihnachten ist. Jeden Tag das Werk von Weihnachten tun, wie es in diesem irischen Gedicht heißt. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und viel Segen und freue mich drauf, wenn ich euch morgen wiedersehe, wenn ich euch das letzte Türchen öffne, das 24. Heute noch einen schönen Tag und bis später. Ich werde jetzt nach Schneidheim fahren, werde dort mit den Konfirmanden noch das Krippenspiel generalprobenmäßig einüben und danach besuche ich meine alte Mutter. Also, ciao.